Und damit hallo, nee, Moment. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transporting. In der letzten Folge haben wir ja mit einem Tutorial angefangen und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. An der Stelle, wo wir angefangen haben. Kapitel 2, Tag für Tag. Das haben wir doch letztes Mal auch schon. Okay. Ja, wir hatten noch hier letztes Mal ein Konzert in Frankfurt, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Was? Von F... Okay, also von Frankfurt nach Dortmund wollen 22 Leute, von Frankfurt nach Hamburg wollen 167 Leute, aber von Frankfurt nach Hannover, nee, da will keiner. Wer will schon nach Hannover? Gut. Da ist ein Bus. Ey! Meine Konkurrenz fängt schon in der Schweiz an. Legen wir dann gleich mal los. Ja, hier. Ding von Stuttgart nach... Stuttgart nach Nürnberg. Das sieht nach einer komischen Verbindung aus, aber okay, gut. So, dann brauchen wir ein Depot. Das Depot wäre... gut gebaut in Stuttgart, in Frankfurt eigentlich. okay. Bus, was nehmen wir denn? 20, was haben wir denn? Wir haben 80.000. Das ist vielleicht ein bisschen teuer, dann den großen Bus zu nehmen. Ich denke mal, wir gehen dann halt mit einem kleinen Billo-Bus. Das Ticket-Price, ja, Ding anklicken, hier kann man die Preise anpassen. Und die Zeit schneller drehen lassen, ja, okay. Ich denke mal dann, die Frage ist dann, wie viele Leute, wo... Gibt es da eine Übersicht, wo man das sehen kann? Das wäre jetzt eher so die interessante Frage. Jetzt wollen 22 Leute so mit dem Bus von Nürnberg nach Stuttgart. Wenn ich jetzt den Preis aber zum Beispiel hier auf 60 Euro stelle, dann wollen 25 nach Nürnberg. Ne, von Nürnberg. Von? Nach? Moment mal. Okay. Keiner will für 60 Euro von Frankfurt nach Nürnberg. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Vielleicht können wir es auf 52 lassen. Ticketpreis. Bla 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 bla. Okay, ja. So. Vielleicht werden die Leute jetzt wieder zufrieden. Okay, jetzt steigen sie wieder ein. 12? Warum? Ich verstehe das echt nicht. 25. Number of economy passenger looking for a way to travel between Nürnberg and your selected city. Okay, das sind wirklich die Passagiere von Nürnberg. 25 wollen von Stuttgart nach Nürnberg. Okay. Aber der Bus kommt an und es steigen 12 ein. Also wenn 25, dann ist der Preis wohl einfach zu hoch. Dann lass mal das auf. Die sind null zufrieden mit dem Preis. Mal gucken, jetzt vielleicht. Jetzt sind sie zufriedener mit dem Preis. Okay. Dann machen wir jetzt noch eine Ruhe. Frankfurt. Ja, Frankfurt, das passt auch. Machen wir Stuttgart Frankfurt. Da ist man dann gleich einen kleinen Bus drauf. Da sind die Leute auch. Die sind über die Geschwindigkeit des Busses unzufrieden.
Da kannst du aber auch nicht viel machen, oder? Increased capacity, higher durability, higher speed, better engine. Upgrade 10.000. Man kann sich da Upgrades freischalten. Okay. Sieht wohl so aus, als wenn man seine Busse auch noch upgraden kann. Da start's ja. Auf den Bus klicken, auf den Ort. Na, hier unten klicken. Okay, Information. Sieht für mich aus wie ein Ordner. Upgrade und dann da drauf klicken und dann sieht man, welches Upgrade der hat. Okay. Das heißt, wenn wir es hier gucken, der Bus, ne? Ne? So, aber wie kriege ich denn jetzt die bessere Engine hier drauf? Gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Die Leute wollen schneller reisen, aber ich kann da nicht upgraden. Es kostet 10.000 Euro, 10.000 Euro habe ich, aber lässt es mich nicht tun. Also, keine Ahnung. So, wir haben jetzt Frankfurt-Stuttgart. Frankfurt-Nürnberg will tatsächlich niemand. Frankfurt-Dortmund. Gucken wir mal, was man das noch machen kann. Von Frankfurt nach Dortmund. Ein Bus drauf. Und ja. Mal gucken. Da fahren nur 8 Leute mit. Sind die noch unzufriedener über. Sie sind noch unzufriedener über die Geschwindigkeit des Busses. Der andere fährt 100. 100 ist jetzt nicht weltbewegend. Wobei die regen sich ja auch über einen Ticketpreis von 51 Euro auf. 150 ist okay, also da wird wahrscheinlich 1 km/h einen Weltenunterschied machen. Naja, gut, okay. Also die Busse sind wohl wirklich nur für kurze Distanzen. Dortmund. Hannover. Hannover, Hamburg. Da sehe ich uns doch. Da sehe ich doch eine Route. Da wollen viele Leute. Da sind wir noch so ein Bus drauf. Und die Leute sind unzufrieden. As fuck. Niemand fährt mit dem Bus, ich glaub's ja nicht. Kumpf. Ey, Leute. Ernsthaft? Die wollen jetzt Komfort. Der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese. Ja, der Ticketpreis ist ja nicht. Bla bla bla, das ist jetzt nicht das. Was die Leute hier unzufrieden macht. Die wollen mehr Komfort. Wie kriegen wir mehr Komfort auf den Bus? Ich weiß es halt nicht. Zufriedenheit der Busse Upgrades. Increased Comfort. Better Seats. Ja, aber kann ich halt nicht anklicken. Gut. Kann ich den Bus wieder verkaufen? Oder so. Ja, Bus, du. Ich weiß es. So, so. Stuttgart-Nürnberg lief doch gut. Oh, ja. Stimmt. Bus, na, Bus, Bus. Stuttgart-Nürnberg immediately. So. Da wollen ja noch genug Leute, oder? 23, ja, ja, das passt. München! Nürnberg, München! Versuchen wir das noch. Zack, zack. Okay, Bus. Du fährst nicht Nürnberg, Stuttgart, sondern Nürnberg, München. Hallo? So, okay. Okay, okay, okay.
Das passt. Wir machen 200 Euro plus, Alter. Fahren 9 Leute mit. Leute, ihr müsst doch mehr Bus fahren. Speed, bla bla bla. Next stop. Time und 001. Okay. Und die Leute sind immer noch unzufrieden. Wegen dem Komfort. Ach Leute. Ihr macht mich. Ja, kannst direkt fahren, weil es will eh niemand. Da mitfahren kann ich hier irgendwelche Details zu sehen. Die GP Incorporated. So. Nee, Quatsch. Das sind die GP-Transporte. So. Da sehe ich uns doch. Zumindest Stuttgart-Nürnberg scheint zu funktionieren. Also, die Busse sind voll. Müssen wir halt voll auf die Linie bauen. Weil die Leute sind souverän. Die anderen geben sich mit dem kleinen Bus nicht zufrieden. Wenn wir jetzt nochmal 1000 Euro dazu kriegen, so wie jetzt, werde ich nochmal versuchen, einen größeren Bus hier. Da sind die Leute doch gleich dabei. Das passt. Wir sind im Minus? Warum das? Was ist denn jetzt passiert? Warum habe ich 10.000 Euro verloren? Bus? Habe ich aus Versehen noch einen anderen Bus gekauft? Ich habe 5 Busse. Ja, 5. Better Engine. Okay. 5 plus 25. Plus 25. Huiuiui, der ist ja echt schnell dann. Und da düster dahin. Wie sind die Leute? Die Leute sind ziemlich zufrieden. Versuchen wir es mit 51 Euro. Und die Leute hassen das. Oh Mann, ey. Wirklich von 51 Dollar auf 50 ist Weltuntergang. Dann fährt keine Sau mehr mit. Na gut, na gut, na gut. Sollen es halt. So, jetzt wäre so meine... hier, da, Profit. Da kann ich sehen, was die Linien an Profit machen. Die machen natürlich kein Profit. So, hier. Stuttgart-Nürnberg ist echt... Das ist meine Geldsau bisher. Das scheint ja bisher zu funktionieren. Und die Busse sind auch immer rappelvoll. Oder so. Ja, 16 von 16. Die sind voll. Stuttgart, Nürnberg. Da kann ich aber auch immer noch nichts upgraden. Delete Route, nee. Also, I guess. Brauche ich nicht zu löschen. Wie viele Leute wollen da hin? 3, 4. Okay, das scheint sogar ziemlich genau zu passen. Dass der Bus ankommt, dann genau 16 Leute warten. Ja, das passt perfekt mit 2 Bussen. Dann lassen wir das so. Können wir was mit Leipzig machen? Versuchen wir mal Berlin-Leipzig oder so. Locate, nein, okay. Berlin-Leipzig. Ihr kriegt noch einen anderen Bus. Einen weiteren Bus. Ne, Quatsch. Hier, Shop. So. Die Leute sind unzufrieden, weil wahrscheinlich das Komfort und die Geschwindigkeit nicht hoch genug sind. Oh Mann, ey, Leute. Jetzt brauchen wir natürlich ein... Da könnte was dran sein. Ich versuch's mal mit einem Depot.
Depot. Depot, Depot. Wo waren das nochmal? Boah, Tutorial, hilf mir. Statt anklicken. Statt, okay. 1, 2, 3, dann 3 Geld ausgeben. Ah, okay. Also, statt anklicken. Depot bauen. Geld ausgeben. 25.000. Oh! Lol. Okay. Ich habe vermutlich, wie es aussieht, schon zu weit fürs Spiel geschafft. Es war gar nicht so beabsichtigt, dass ich da mehr hab. Okay. 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 Aber guck mal, ich habe 1700 Leute transportiert. Okay. Wenn die Autopost. Pff, Autopost. Hui. Ja, das Einkommen hat so gegen Ende abgenommen. Ja, okay. Da, meine Ausgaben. Hui. Okay. Kapitel 3. Etwas mehr. We managed to expand into France, but our profits reached a peak soon after. Warum? But? Das ist doch was Gutes. Okay. Schön. Oh je, es gibt noch mehr Busse. Wirklich? Okay. Also. Leute, merkt euch, erste Klasse Passagiere erkennt man am Hut, am Zylinder, klar. Ergibt Sinn. Ne, das, egal. Das ist ein größer Ordenszetra. Medium, Great, Small Capacity Bus used to transport first class. Medium, Great, Large Capacity. Medium, Great. Okay, also der... Ah, wahrscheinlich Fernverkehrbus. Und High... das ist der futuristische Bus. High Grade. Und Sports Fans are gathering all around the world to enjoy their favorite sports and support their teams. Be prepared for a competitive spike in travel demands. Okay, jetzt müssen wir Sportsfreunde... Aha. Okay, wir haben uns also jetzt von Frankreich von Deutschland wegbewegt und sind jetzt nach Frankreich gewandert. Ja, ich würde sagen, dann belassen wir es einfach mal dabei. Das war's für die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Mir macht das Spiel wirklich Spaß. Also, ich habe ja da schon angefangen, zu viel für... Oh Mann, ey.